Eine weitere Wahl beschäftigt uns. Zwei Tage nach der Stichwahl in Brasilien hat sich der abgewählte Staatschef Jair Bolsonaro nämlich erstmals öffentlich geäußert. Der Rechtspopulist erkennt den Sieg seines Herausforderers Lula zwar nicht an, will dem Regierungswechsel aber zumindest nicht im Wege stehen. Bolsonaro betonte, er werde die Verfassung respektieren. Und trotzdem machen seine Anhängerinnen und Anhänger weiter mobil. Sie demonstrieren gegen das Wahlergebnis. Bolsonaros linker Herausforderer Lula hatte die Wahl mit 50,9% knapp gewonnen. Und aus Rio de Janeiro zugeschaltet ist mir jetzt Tobias Käufer. Herr Käufer, Bolsonaro räumt eine Wahlniederlage nicht wirklich ein, sagt aber, er wolle die Verfassung respektieren. Wie interpretieren Sie diesen ersten Auftritt? Ja, er war ein wenig feige, dieser Auftritt, weil er es versäumt hat, die Wahlniederlage klar einzugestehen und zweitens dem Wahlsieger zu gratulieren. Er hat seine Sekundanten sozusagen vorgeschickt, die Minister, die erklärt haben, dass er die Wahl nicht anfechten möchte und dass die Transition, also die Amtsübergabe jetzt vorbereitet wird. Und aus dem obersten Gerichtshof war zu hören von Richtern, er habe ihnen gegenüber gesagt, die Wahl sei sozusagen beendet. Und sie, die Richter, haben das als Wahleingeständnis gewertet. Als Niederlageneingeständnis gewertet. Aber dass er sich da insgesamt so zurückhaltend zeigt, die Niederlage nicht wirklich öffentlich zugibt, kann sich das auch auswirken auf die Proteste im Land? Ja, kann es. Es ist heute in Brasilien Feiertag. Es gab in den sozialen Netzwerken zahlreiche Aufrufe von Bolsonaro-Anhängern, trotz dieser Erklärung, auch trotz der Erklärung Bolsonaros an seine Anhänger, die Straßenblockaden zu beenden, auf die Straßen zu gehen, zu den Polizeiquartieren zu gehen und um Unterstützung zu bitten. Und da muss man abwarten, wie sich der Tag entwickelt. Eigentlich ist diese Geschichte jetzt mit der Erklärung Bolsonaros durch. Er hat auf verschiedenen Ebenen erklärt, dass diese Wahl verloren ist, auch wenn er es nicht selber in die Kamera gesagt hat, aber gegenüber dem obersten Gerichtshof. Aber wir wissen nicht, wir müssen abwarten, ob die Anhänger mit dieser Erklärung zufrieden sind. Das heißt, der Wahlsieger Lula da Silva kann sich einerseits ein Stück weit auf den Regierungswechsel vorbereiten, muss aber erst noch mit diesen Protesten umgehen. Kann er das in irgendeiner Form abmildern, jetzt ganz akut? Ja, also er ist ja erstmal dabei, ziemlich gut beschäftigt und ausgelastet, weil die ganze Welt ihn anruft und fragt, wie es denn jetzt weitergeht in Brasilien. Er soll auch schon in Kürze bei der UN-Weltklimakonferenz in Ägypten Brasilien vertreten. Obwohl er da noch gar nicht im Amt ist, hat er eine Einladung bekommen. Und ich glaube, es ist aus seiner Perspektive auch ganz schlau, sich hier zurückzuhalten, seine Aufgabe zu erledigen und sich darauf zu konzentrieren, dass er am 1. Januar dann die Amtsgeschäfte übernimmt. Die internationalen Erwartungen an ihn, die sind auch hoch. Tobias Käufer, ganz herzlichen Dank. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.